Moin Moin, ich wünsche euch einen schönen vierten Advent heute. Die Adventssonntage sind schon irgendwie immer was ganz Besonderes und deswegen habe ich mir auch immer ein paar besondere Videos dafür überlegt. Und heute möchte ich mir vor Weihnachten noch ein kleines Geschenk machen. Und zwar möchte ich mir ein Pferd kaufen. Ich bin hier im Winterdorf und von den Winterpferden habe ich schon alle. Insofern geht es um das Tennessee Walking Horse. Ich habe mir noch keins geholt, weil ich mir noch nicht sicher war, welche Farbe ich gerne haben möchte. Ich konnte mich einfach bis jetzt nicht entscheiden. Und die zwei bevorzugten Farben von mir, die ich irgendwie so am schönsten finde, sind die zwei, die ihr jetzt hier seht. Einmal der schwarz-weiße Schäckel. Einen schwarz-weißen Schäcken habe ich so noch gar nicht im Stall. Und der hat auch so ein bisschen blaue Augen. Seht ihr das? Und zwar hat er hier ein blaues Auge auf der rechten Seite. Ja, guck mich mal an. Genau. Und ein braunes Auge auf der linken Seite. Seht ihr das? Ich finde es immer ganz cool, wenn die Pferde so besondere Merkmale haben, die man nicht so auf den ersten Blick erkennt. Und ich mag auch diese Blässe von dem Schecken hier total gerne. Die geht nicht so über beide Augen rüber. Ja, also der macht mich schon sehr an, tatsächlich. Aber der hier ist halt auch super schön. Und wenn ihr euch hier die Flecken mal anschaut, das sieht aus wie kleine Sterne, wie so Schnee. Der Schneeflocken, die so am Fenster kristallieren, kristallisieren. Also auch eine ganz coole Färbung. Das würde natürlich mega gut jetzt gerade zum Winter und zum Winterdorf und zu Weihnachten und sowas passen. Und auch er oder sie hat blaue Augen. Aber ich glaube, zwei blaue Augen. Genau. Hier sind beide Augen gleich. Ach ja, genau. Also ich finde viele andere von den Farben von dem Tennessee Walking Horse auch richtig schön. Aber diese zwei sind es am Ende geworden, zwischen denen ich mich jetzt noch entscheiden will. Weil ich möchte mir nur ein Pferd kaufen. Ich möchte mal wieder ein bisschen dahin zurückkommen, mir nicht gleich immer so viele Pferde auf einmal zu kaufen, sondern lieber einzeln und wenn ich sie ausgelevelt habe, dann kaufe ich mir das nächste Pferd, um nicht so viele Starcoins immer gleich zu verbraten. Gucken wir uns die Pferde doch nochmal im Kauffenster an. Was ich tatsächlich so gar nicht wusste, aber super interessant fand, ist, dass diese Pferderasse tatsächlich eine besondere Gangart hat, und zwar ein Walk. Das ist ein beschleunigter Schritt und ich habe ein bisschen nachgelesen, weil auch die Rasse Tennessee Walking Horse war mir komplett unbekannt. Ich habe dann gelesen, dass diese Rasse tatsächlich primär im Raum Tennessee in den USA gezüchtet wird und gar nicht so weit verbreitet ist. Dieser schnelle Schritt, dieser Walk, kann tatsächlich bis zu 16 Stundenkilometer schnell werden. Das ist krass. Das ist so schnell wie normaler Trab eigentlich. Und das machen die halt so im Schritt. Finde ich super interessant. Also, ja, das ist die Gangart, die ihr hier gerade seht. Ansonsten mag ich auch hier die Gangarten ganz gerne. Also der schnelle Galopp sieht sehr, sehr flüssig aus. Die Kopfbewegung ist schön. Die Beine bewegen sich gut. Also da kann ich nichts dran aussetzen.
Auch hier der etwas langsamere Galopp finde ich auch sehr, sehr schön flüssig. Auch wie gesagt von der Kopfbewegung. Das hatte ich ja so ein bisschen bemängelt beim belgischen Warmblut, dass der Kopf so steif war. Das hat mir gar nicht gefallen. Hier finde ich das sehr schön. Der Kanter, also der noch langsamer Galopp, ist so ein bisschen holprig. Da hat man so das Gefühl, das Pferd ist ein bisschen angestrengt in der Bewegung. Aber hier wieder der Trab, der gefällt mir sehr gut. Hat einen schönen Schwung. Und dann haben wir noch den normalen Schritt. Und auch hier wippt der Kopf schön mit. Der Rücken ist schön in Bewegung. Gefällt mir super gut. Okay, was können wir uns noch angucken? Wir schauen uns mal die Mähnenstile an. Weil das ist ja auch immer was, was ich wichtig finde. Also normal hat er halt so eine Mähne, die so seitlich runterhängt. Und einen kleinen Pony, einen recht glatten Schweif. Ist okay. Dann gibt es hier eine Mähne. Ich sehe nicht so richtig groß den Unterschied. Also sie ist auch auf einer Seite. Es fehlt so ein bisschen hier oben am Hals. Die Mähne, die ist da irgendwie weg. Ich weiß, ich kann aber auch nicht sehen, wo sie ist, weil auf dieser Seite ist sie nicht. Keine Ahnung. Auch so ein Pony und ja, auch für einen relativ glatten Schweif. Ist der großartig unterschiedlich zum anderen? Nein, er ist doch komplett gleich, ne? Also es ist wirklich nur so ein bisschen die Mähne, dass da, ne, guck mal auf diesen Bereich hier. Och, Pferd. Kannst du mal bitte? Ja, danke schön. So, also da, ne, seht ihr, die Mähne verschwindet da so ein bisschen, wo auch immer sie hin verschwindet. Finde ich unnötig. Sieht fast so identisch aus. Da muss man nicht Starcoins für ausgeben, um ein bisschen hier oben an Mähne zu verlieren. Dann haben wir Zöpfchen. Zöpfchen mag ich ja immer sehr gerne und auch, dass der Schweif dann so eingeflochten ist. Man sieht halt auch dann immer schön das Gesicht. Das kann ich mir sehr gut bei dem Schecken, schwarz-weißen Schecken vorstellen. Wenn ich mir den als nächstes kaufe, dann kriegt er bestimmt Zöpfchen. Dann keine Ahnung, was SSO da gerade macht. Es gibt jetzt irgendwie überall diese ganz kurze abgesäbelte Mähne. Ich finde sie mega hässlich. Ich mag sie gar nicht. Genau, ich sehe da irgendwie auch nicht die Notwendigkeit, so eine Mähne zu haben. Also die ist schon mal komplett raus. Dann gibt es hier mal wieder die geflochtene Mähne mit den kleinen Zöpfchen und auch einem geflochtenen Schweif. Das ist auch sehr schön. Ich mag das auch, dass hier der Pony so ein bisschen geflochten ist. Die ist mal in der engeren Auswahl. Dann gibt es nochmal diese Stehmähne. Da bin ich auch nicht so ein großer Fan von. Tatsächlich hat noch kein Pferd von mir diese Mähne bekommen. Und am Ende noch so eine kurze Mähne. Da bin ich auch kein Fan von. Ich bin irgendwie aktuell ein bisschen kritisch, was die Mähnen angeht. Aber ich mag das nicht, dass das hier so glatt abgeschnitten ist. Das sieht irgendwie so komisch aus. Und auch so eine kurze Mähne ist nicht so mein Favorit. Insofern glaube ich tatsächlich, ich werde bei der Standardmähne bleiben. Weil ich sie sehr schön finde für dieses Pferd. Und es ist ja auch so schon nicht billig. Ja, es hat eine spezielle Gangart, aber 950 ist auch ein ordentlicher Preis. Insofern spare ich mir die 19 Starcoins für die Mähne dann lieber ein. Und wie gesagt, mir gefällt diese Mähne auch wirklich ganz gut. Okay, dann ja, ist halt jetzt immer noch die Frage, welches Pferd ich kaufe. Wird es das? Oder wird es doch der Apfelschimmel, der so ein bisschen verschneit aussieht? Und ich glaube tatsächlich, weil ich gerade so in Winterstimmung bin, ich hole mir jetzt den. Ich habe Lust auf
diese Schneeflocken und kippt es. Ah, Snowflake habe ich schon als Namen. So ein Mist. Ich will ja meine Pferde nicht doppelt benennen. Aber ich guck mal, ob ich irgendwas Winterliches, einen winterlichen Namen finde. Es gibt Eis als Name und Eiskristall. Das finde ich irgendwie ganz passend, weil diese Färbung hier auf dem Fell sieht ja so ein bisschen wie Schneekristalle oder Eiskristalle aus. Insofern glaube ich, werde ich das Pferd Eiskristall nennen. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Ach, und dann bräuchten wir noch so ein eisblaues Outfit. Ich glaube, ich habe da tatsächlich was im Schrank. Das gucken wir uns gleich mal an, ob das dazu passt. Aber erstmal werde ich dieses Pferd kaufen. Ha, das ist immer der schönste Augenblick. Hallo! Ach, jetzt fehlt mir aber die Schneeumgebung hier. Das passt so gar nicht ins Grüne. Das triggert mich jetzt schon wieder. Wow, aber schaut euch diese blauen Augen an. So hübsch. So richtig hübsch. Und ja, ich glaube, dieses Outfit, was ich im Kopf habe, passt richtig gut. Da müssen wir gleich mal in den Stall verschwinden und das uns angucken. Ich schicke es deswegen auch direkt in den Stall, weil dieses Outfit habe ich auf jeden Fall. habe ich bei mir zu Hause, was ich gerade im Kopf habe. Und ich guck mal, ob das passt. Jetzt stehen da zwei schwarze Schecken. Wie schön. Also, wir sehen uns jetzt bei mir im Stall. Hallo, du Süße. Ah, ich habe dich gar nicht personalisiert, ne? Oh nein, ganz vergessen. Aber das macht ja nichts. Das können wir ja jetzt noch machen. Du bist nämlich eine Stute für mich und ein Jungpferd. Also alle Pferde, die ich hier mal direkt kaufe, sind erstmal Jungpferde und wenn ich sie ausgelevelt sind, sind sie erwachsen. Ganz einfach. Okay, ich hoffe, die Sachen hängen jetzt nicht auf irgendwelchen anderen Pferden rum, die ich so im Kopf habe. Und zwar, so gucken wir mal gerade. Ausrüstung. Genau, und zwar dieses Outfit, was so auch so eisblau ist. Es hat leider keine Champi-Werte. Schaut mal da. Und dann gibt es da den Sattel. Ah ja, das finde ich ja richtig gut. Schaut mal, und wenn ich dann das dazu anziehe. Sehe ich natürlich auch. Also es sieht richtig, richtig gut aus. Wobei, ich glaube, die Schuhe passen sogar noch besser. Sehr nice. Und dann. Warte, ich mache noch meinen Special-Hut. Der kommt mit. Brauche ich. Guck mal, ob ich irgendwelche Gamaschen habe, die dazu passen könnten. Das ist nicht das Blau. Wenn wäre so ein Eisblau cool. Habe ich aber nicht. Ich habe die ja so ein bisschen farblich hier sortiert, aber Gamaschen habe ich nicht. Nee, dann lasse ich das ohne, aber eine Satteltasche. Aber die könnte doch dies hier, die dazu passt. Ist zwar auch so ein bisschen anderes Blau, aber mit den Sternchen finde ich passt das sehr gut. So, Leute, das ist mein neues Pferd, mein Eiskristall. Und ich finde, das Outfit ist richtig passend zu diesem Pferd. Ich habe richtig Lust, gerade Eiskunstlauf zu machen. Ich weiß nicht, warum ich gerade diese Assoziation habe. Vielleicht wegen dem eisblauen Outfit. Was finde ich richtig, richtig gut zu den blauen Augen vom Pferd passt. Und jetzt gucke ich mal. Ah ja, das ist der schnelle Schritt. Und schaut euch die Wackelohren an. Sehr hübsch. Süß, wie die Ohren so mitwackeln.
beim Schritt. Das gefällt mir sehr gut. Ach ja, ich bin richtig glücklich über diesen Pferdekauf und über mein kleines vorweihnachtliches Geschenk zum vierten Advent. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, eure Leia.